So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladrim, zu einer hoffentlich nun reibungslosen Aufnahme von Minecraft Arno, ein neuer Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst, nachdem die letzte Aufnahme, die am Montag kommen sollte, von Super Mario Party komplett verkackt ist und ich die Aufnahme leider komplett nicht gebrochen konnte und in die Tonne werfen musste, hoffe ich mal, dass dieser Minecraft Arno Part jetzt, dass die Datei jetzt zumindest nicht komplett zerschossen wird. Mal ein bisschen mehr. Ja, heute mal ein bisschen Steinschaufeln ablegen. So ungefähr. Heute mal ein bisschen Vorbereitung auf das nächste große Projekt. Und dann machen wir uns auf den Weg zum großen, ja, nächsten Projekt. Nämlich in den Nether zu gehen. Ich würde schon Wither sagen, aber Wither ist was anderes. In den Nether wollen wir gehen. Durch das Nether-Portal, das wir da auf der Basis schon haben. Nein, die Erde gehört hier nicht rein. Da nehmen wir uns ja ein bisschen Equipment mit und rüsten uns entsprechend aus, dass wir genügend Zeug für unter die Erde haben. Naja, unter die Erde ist es nicht, aber es ist die Hölle. Es ist, ja, die Minecraft-Hölle, der Nether. Da müssen wir ein paar Sachen mitnehmen. Da brauchen wir ein paar Sachen für. Die Erde brauchen wir dafür nicht. Und ja, dann treffen wir heute alle Vorkehrungen, damit wir im nächsten Part, im Part 76, wenn ich das nicht komplett falsch sehe, in den Wither starten, in den Nether starten können. Nicht der Wither, der Nether. So, ihr jetzt mal hier rein. So, eine Truhe wäre nicht ganz schlecht. Steinspitzhacke. Vielleicht können wir uns eine Eisenspitzhacke nehmen. Das ist noch eine Steinspitzhacke, eine Eisenspitzhacke. Wäre vielleicht nicht grundverkehrt. Bogen. Pfeile. Sicherheitshalber mal mitnehmen. Im Nether ist das nicht verkehrt. Die goldene Schaufel hängt hier noch rum. Ein Schwert wäre jetzt nicht schlecht. Ein Eisenschwert am besten, dass wir uns noch machen könnten. Eisen haben wir hier. Ein bisschen. Okay, hier sollte noch irgendwas gebrannt werden. Wurde wahrscheinlich schon. Da können wir die Kohle noch mal kurz rausnehmen. Und hier in der Wollkiste verstauen. Nein, in der Kohlekiste. So, und ein Schwert ist Muss, ein Eisenschwert, dafür brauchen wir ein bisschen Holz, nur ein bisschen. Hier, ein Eisenschwert, so muss das sein. Ich habe, glaube ich, wenn ich mich richtig daran erinnere,
oben in der Hütte noch ein Diamantschwert zu stehen mit Eisenrüstung, aber das müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Das Diamantschwert wollen wir nicht verlieren. Ein Eisenschwert reicht da schon ganz aus, ganz und gar. Ich nehme dann mir noch ein bisschen Erde mit, könnte man unter Umständen gebrauchen. Holz, ja, auch Holz nehme ich mir ein bisschen mit. Klein wenig Nahrung. Ja. Goldene Äpfel. Nee, muss nicht unbedingt. Ich nehme mir ein paar Karotten mit auf den Weg. Ein bisschen Wegproviant. Und dann kann ich, während ich mich auf den Weg zum Nether mache, zum Nether-Portal, mit euch über ein heißes Thema reden, weil, naja, so heiß ist es gar nicht, aber ein aktuelles Thema, was ich mit euch zumindest mal besprochen haben wollte. Ein wenig informativ wird das hier heute, ihr wisst es schon längst. Es steht nämlich wahrscheinlich in Thumbnail und Titel. Ja, und da ich da noch ein bisschen vor dem Nether rumhüpfen und wahrscheinlich ein paar andere Sachen machen werde, können wir heute da ein bisschen drüber reden. Es geht nämlich um nichts Geringeres als ein kleines Informationsvideo. Ja, ich missbrauche das jetzt hier. Ich misszwecke das jetzt hier zu einem Infovideo, ein Info-Minecraft-Anno-Video zu Gamescom 2019. Ich bin nämlich am 23. August, wenn ich nicht komplett falsch sehe, am Freitag, am Gamescom-Freitag in Köln auf der Gamescom und da werde ich durch die Hallen laufen und da ein bisschen vor allem selbst Spaß haben wollen an den Ständen und an den Spielen, die man so anspielen kann, wenn man sie dann anspielen kann. Ich werde sicherlich versuchen, ein paar Spiele anzuspielen und werde mich sicherlich irgendwo anstellen. Ich werde nicht alles anspielen, werde nicht überall anstehen. Aber ja, ich denke, bei Nintendo werde ich es mal versuchen. Die haben angekündigt, dass sie Pokémon Schwert und Schild unter anderem auf der Gamescom als Demo anspielen lassen wollen. So als Demo anbieten wollen. Hui, da mal ein Haus. Ein Haus rund um die, ja, rund um den Nether-Portal, ein Nether-Haus. Das habe ich offscreen mal ein bisschen gebastelt. Ich weiß nicht, ob ich das wieder einreißen werde, aber ja, so sieht's aus. Ja, also wie gesagt, Gamescom-Bereich werde ich mich vielleicht mal kurz, was heißt kurz, ich werde ein paar Stunden mit Nintendo anstehen und hauptsächlich mich aber bei den Indie-Games aufhalten, weil ich da Hoffnung habe, so Indie-Retro-Game-Halle werde ich mich am meisten aufhalten, weil ich da die meiste Hoffnung drauf habe. Das ist da weniger lange Anstandszeiten gibt, also dass man nicht so lange warten muss, kürzere Wartezeiten und dass man ja vielleicht da das ein oder andere interessante Spiel antesten kann. Hier nehme ich noch ein bisschen Kohle mit. Nintendo ist irgendwie ein Muss, da werde ich wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Da werde ich wahrscheinlich müssen. Ich
aufgehört, mich selbst zu zwingen. Aber ansonsten werde ich auch eher Plätze suchen. Und da vermute ich, dass das bei den Indie-Publishern, der Indie-Halle und bei der Retro-Halle der Fall sein wird. Werde ich eher Plätze suchen, wo es nicht rappelvoll ist. Also es wird schon rappelvoll sein auf der Gamescom an allen Stellen. Aber wo es vielleicht nicht ganz so, also wo es nur halb so voll ist. Oder wo es ein bisschen weniger voll ist. Ihr wisst, was ich meine. Und wo man vielleicht noch die Chance hat, ein bisschen zu treten. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Kohle mitgenommen. Ja. Wer mich dort auf der Gamescom trifft in Köln dieses Jahr, darf mir natürlich guten Tag sagen, darf mich mal ansprechen. Oh, schon Nacht geworden, dann gleich mal wieder zurück, müssen wir mal schlafen gehen. Wahrscheinlich ist es wieder morgens, wenn wir oben sind. So sieht's aus. Ich wollte hier unten noch am Fuß des Berges ein bisschen rumrennen und da ein bisschen mich umschauen, ein bisschen Holz abbauen. Haben wir ein bisschen was mit, aber naja, vielleicht nimmt man noch ein bisschen, vielleicht findet man ein paar Sachen, die man mitnehmen kann. Nützliche Dinge. Ja. Erkennen werde ich auf der Gamescom sehr wahrscheinlich an meinem Hut sein. Zu erkennen werde ich an meinem Hut sein. So ist der Satzbau richtig. Oh, ha, was machst du denn hier? Ist jemand aus dem Nether herausgestiegen? Die Monster kommen rüber in die reale Welt. Nein, nicht in die reale Welt. Aus der Hölle kommen sie hervorgestiegen. Während ich hier schlafe. Hoffentlich nicht. Joa. So sieht's aus. Es ist wieder Tag. Dann mache ich mich wieder runter. Bis dahin ist es wieder Nacht. Ja, ich werde auf der Gamescom erkennbar sein. Ich habe doch schon so meine Ideen. Ich weiß nicht, ob ich meine verrückten Ideen umsetzen werde. Deshalb verrate ich es euch noch nicht. Deshalb verkünde ich es noch nicht. Weil sonst seid ihr enttäuscht, wenn ich es nicht mache. Ich habe da verrückte Ideen. Ich habe da so ein bisschen sehr verrückte Pläne. Wenn ich die umsetzen sollte, für den Fall, dass ich die umsetze, falle ich auf jeden Fall auf. Ich sag's mal so, ich falle auf. Und ja. Solltet ihr mich erkennen, solltet ihr mich wiedersehen. An meinem Hut seht ihr es. Ohne Zweifel an meinem neuen, schönen, in Kiel gekauften Hut. Mein neues Markenzeichen. Ja, mehr oder weniger. Ein bisschen Schweine töten. Oh, ich habe einen Goldklumpen. Ein bisschen Schaf töten, ein bisschen Fleisch mit reinnehmen. Das ist der Plan. Können wir auch mit der Spitzhacke töten. Müssen wir das Schwert nicht missbrauchen. Ein bisschen Fleisch. Das können wir gebrauchen. Spinnenfleisch nehmen wir auch hier. Nehmen wir auch gerne. Schaf und Kuh. Ja, Schaf brauchen wir. Wir brauchen Schafe, um uns ein Bett zu kaufen. Notfalls wachen wir draußen in der Basis wieder auf. Das wäre auch nicht so schlimm.
man verliert halt alles. Man kann halt alles verlieren im Nether. Vielleicht ist ein Bett doch was Sinnvolles, was wir mitnehmen können. Deshalb schön die Schafe wieder abschlachten. Das hatten wir eigentlich schon hinter uns gelassen. Wir haben schon Kartoffeln und Karotten angebaut. Wir müssen nicht mehr Tiere abschlachten, um Fleisch zu bekommen. Hündchen. Ah, ich habe jetzt keinen Knochen mit. Das ist schade. Könnten wir dich zähmen und in der Basis aufbewahren. Aufbewahren. Ja. Nein, Spaß. Zurück zu Gamescom. Ja. Jetzt kriege ich hier eine Höhle rein. Gleich hier wieder raus. Puh. Zurück zu Gamescom. Ja. Es soll ja auch Leute geben, die von mir, ja auch schon von mir, ein Autogramm oder ein Foto haben wollen, ein Selfie mit mir haben wollen. Das sei natürlich gestattet, das sei ich natürlich genehmigt. Könnt ihr gerne ein Selfie mit euch, mit mir machen. Ja, mit euch könnt ihr auch gerne ein Selfie machen, das ist euch freigestellt. Das so, wenn ihr das toll findet, könnt ihr das natürlich auch machen. Was ich damit zu tun habe, ist dann die andere Frage. Aber gut. Schaf töten. Du hast gar kein Fleisch gebracht. Aber Wolle. Das können wir vielleicht gebrauchen. Huhn. Das ging ja schnell. Und ja, das war prinzipiell schon alles, was so informativ gesagt werden müsste. Im gröbsten war es das schon. Die sterben ziemlich schnell, die Hühner. Außer, dass man vielleicht noch sagen könnte, dass ich da schon sehr früh, ich werde versuchen früh, na, sehr früh ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wahrscheinlich wird es auch nichts. Hier sind einige Hunde. Lava! Oha! Die Landschaft müssen wir hier mal erkunden. Das ist unser übernächstes großes Projekt. Hier mal in die Landschaft runter zu gehen und uns mein Hündchen zu holen. Viele Tiere, unberührte Landschaft. Das ist doch mal. Ja, die Tiere habe ich jetzt schon abgemurkst. Pilze, Blumen. Das ist doch hier. Der Wundervölski. Da müssen wir uns mal auf den Weg machen hier. So sieht's aus. Und dann, ja, ich wollte sagen, ich werde mich bemühen, früh bei der Gamescom da zu sein. Auch für mich ganz gut, dass ich da nicht ewige Stunden in der Warteschlange schon vor dem Einlass stehe. Der Einlass ist, glaube ich, schon ab früh, ab 9 oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Um 9 werde ich bestimmt noch nicht da sein, aber ich werde versuchen, auch nicht um 13 Uhr zur Mittagszeit anzukommen, weil ich hörte, das ist die Hauptaufschlagszeit und nicht dann in der Menge stehe. Ich meine, anstehen werde ich sowieso, aber dann muss ich vielleicht nicht, ja, muss ich nicht zu lange warten. Das ist, wäre zumindest eine gute Taktik, nicht zu lange warten zu müssen, Wartezeiten zu verhindern. Na gut. Kleinen Tipp kann ich euch auch weitergeben, den ich anderswo gehört habe. Nämlich, dass man sich genug zu trinken, also ich werde es auch tun, sich genug trinken und genug Essen mitnimmt, also beim Bäcker schon mal ein paar belegte Sandwiches besorgen und genug zu trinken mitnehmen, vielleicht packt dann ein paar PET-Flaschen in euren Rucksack und schleppt den mit zur Gamescom. Viel, viel trinken. Ja, notfalls das Getränk, die Getränkflaschen auf der, oh, die ist gestürzt, die Kuh.
Arme Kuh. Wenn ich nicht aufpasse, stürze ich auch gleich darunter. Ja, hydriert euch, sage ich mal nur so. Noch trinken mitnehmen. Notfalls vielleicht 2-3 kleine PET-Flaschen, die dann mit Wasser auffüllen auf die Toilette. Ich weiß nicht, ob das so geht, ob das funktioniert, aber kleiner Tipp. Und wie ich es auch machen werde. Kleiner Tipp, haltet euch nicht an vielen Ständen auf, also versucht nicht an 5-6 Spielen teilnehmen zu wollen. Nehmt euch nicht zu viel vor. Auch das Rumlaufen in der Halle, das mal so ein bisschen mit Menschen reden, so ein bisschen zusammen sein mit anderen, ist auch was wert. Man muss nicht alle Spiele ausprobieren und alles antesten. Ich finde die Basis doch hier ganz schön. Aus der Netherhütte. Finde ich gar nicht schlecht. Ich habe schon überlegt, ob ich es wieder weghaue, weil es doch ein bisschen außergewöhnlich ist. Nicht so ganz so toll ist. Aber naja. Also nehmt euch nicht zu viel vor. Und auch abschließend noch eine Bitte, bevor ich den Part beende und im nächsten Part hier hinein steige, in das Nether-Portal, ab in die Hölle. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle. Bevor ich im nächsten Part in die Hölle gehe und mich da auf den Weg mache. Oh, hier haben wir noch Spitzhacken. Kann ich euch noch den abschließenden Hinweis auf den Weg geben. Geht nicht zur Gamescom, um euren YouTuber-Star zu treffen oder irgendwen zu treffen, macht nicht. Also geht nicht. Ja, ich will es ja, also soll es ja auch manche geben, die wegen mir auf die Gamescom gehen. Geht nicht wegen mir auf die Gamescom, sondern geht wegen den Spielen auf die Gamescom. Geht, um da Spaß drauf zu haben. Und vielleicht ein oder zwei Spiele anzutesten und da euch mit Leuten zu unterhalten. Wenn ihr Glück habt, dort jemanden zu begegnen, den ihr kennt, da einen YouTuber anzutreffen, ist das schön, aber man sollte da sich nicht zu sehr stressen und den Anspruch haben, unbedingt jemanden zu erreichen und da unbedingt was machen zu wollen. Was für ein schöner Sonnenuntergang. Den schauen wir uns jetzt noch an. Da ist der Mond schon aufgegangen. Der Mond ist aufgegangen. Nee. Keine Volksmusik jetzt. Ach, wie schön. Ja, eine kleine Aufnahme. Hier mal kurz Einstellungen. Wir brauchen ein kurzes Thumbnail. Als Thumbnail werde ich vielleicht was anderes benutzen, aber kurz kleines Foto machen. Sehr schön. Sonnenuntergangsfoto geschossen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass die Gamescom für mich auch nicht zu überfordernd wird. Dass ich da auch, ja, es wird auf jeden Fall ein bisschen stressig, wird schaffend sein, also ich werde ziemlich geschafft sein nach der Gamescom, das weiß ich jetzt schon, das kann ich euch schon voraussagen. Deshalb werde ich ein wenig vorproduzieren, dass nach der Gamescom auch noch Videos kommen. Die werden nicht tagesaktuell sein,
das hier ist jetzt fast tagesaktuell. Das nehme ich jetzt hier am Samstagabend auf. Ja gut, ist jetzt nicht brandaktuell, aber die Videos nach der Gamescom werden schon ein bisschen weiter her sein. Die werde ich jetzt langsam mal vorproduzieren, dass ich dann nicht mit komplett heiserer Stimme und fertig und rumgekeucher, vor euch aufnehmen muss. Ja. Ich habe positive Erwartungen auf die Gamescom 2019 und freue mich auch, vielleicht Leute von euch zu treffen oder andere Leute, die ich noch nicht kenne, neue Leute kennenzulernen. Und ja, vielleicht spiele ich auch das ein oder andere Indie-Game an. Oder vielleicht sogar bei Nintendo. Pokémon Schwert und Schild. Schauen wir mal, was wird. So, der Plan für nächsten Part steht. Wir gehen in den Nether. Bis dahin. Habt einen angenehmen, fürstigen Tag. Das war jetzt, glaube ich, sogar der letzte Part Minecraft Anno vor der Gamescom. Ja, war er sogar. Nächste Part Minecraft Anno kommt erst nach der Gamescom. Das heißt, wir sehen uns dann auf der Gamescom eventuell. Oder im Gamescom-Video. Ich werde ein Video, das habe ich gar nicht gesagt. Entschuldigung. Ich habe gar nicht erwähnt, dass ich natürlich Videomaterial auf der Gamescom sammeln werde und uns da ein bisschen kleines Vlogchen, ein kleines Z-Look von der Gamescom machen werde. Also für die, die mich dort nicht getroffen haben, können zumindest meine Aufzeichnung von der Gamescom, mein Video begutachten, betrachten, sich daran erfreuen im Anschluss an die Gamescom. Ja. Danke noch, dass es euch gefallen haben, wie ich heute über die Gamescom organisatorisch geredet habe und noch hier so ein bisschen Tralala drumherum gemacht habe, ein paar Schafe getötet habe und Sachen besorgt habe. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Das Gamescom-Video vielleicht. Ja, habt ihr noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Man sieht sich. Bis dahin. Haut da rein und ciao. Ciao.